Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Mal wieder bei bester Aussicht und bei bestem Wetter sehen wir uns wieder. Ich stehe gerade auf dem Hühnerhaus, denn da sind beim Sturm die ganzen Platten durchgebrochen und weggeflogen. Und jetzt regnet es natürlich unten rein. Und deswegen habe ich mir jetzt erstmal Siloplane besorgt. Das sind immer so Streifen. Die haben wir jetzt auf 7 Meter gelegt. Also ja, auf 7 Meter abgeschnitten, doppelt gelegt. Und dann erstmal hier dran getackert. Ja, und zwar erstmal natürlich unten, dann immer rüber wie Schindeln, dass das Wasser so runterläuft, dass hier zumindest erstmal über den Winter und früher kein Wasser reinkommt. Das muss ja nicht sein, dass die Hühner im Nassen sitzen. Da laufen wir auch schon mal eben zwei. Moment. So, jetzt geht's besser. Und dann kommen hier noch eben Bretter über hingeschraubt, dass die Plane nicht auch wieder wegweht. Die habe ich jetzt eben nur mit dem Drucklufttacker hier festgemacht. Da ist die Flasche echt super für. Kannst du eben hier mit aufs Dach nehmen. Und da ist ja auch genug Vorrat drin. Da kannst du ordentlich Nadeln mit wegschießen. Und soweit ist erstmal der Stand eigentlich. Den Deutz habe ich ja noch hier. Will ich noch ein bisschen im Wald da was machen. Mal gucken, ob ich das gefilmt kriege. Und achso, die Silobahn muss ich noch, die Siloballen muss ich noch aufladen und wegbringen. Und dann kommt der Deutz nämlich auch wieder weg. Und ich kann mich ja mal eben melden, wenn das Dach hier fertig ist. So, und jetzt geht's mal eben an Operation Dachrinne. Dachrinne Nummer 1 ist sauber, einmal ist voll und ich bin schon mal tierisch nass. Also erfolgreicher Tag. So, und Dach Nummer 2 ist jetzt auch mal eben dran. Also wie man sieht, hier zweimal im Jahr muss man die Dachen bei uns mindestens sauber machen, bei den ganzen Bäumen. Hier fällt immer so viel rein. Und sonst wie hier, da läuft überhaupt nichts mehr ab, wenn das Fallrohr hier unter ist. Deswegen ist das hier ziemlich wichtig, dass hier das immer relativ sauber ist. So, und die Beine kommen jetzt eben raus. Hinten am Fenster ist die Palettengabel, damit wir die hier eben vor der Tür stellen, weil der Deutz, der kommt hier nicht ganz rein und die sind sauschwer. Also der Fan kriegt die, höher kriegt er die nicht gehoben. Und bei der unten gefahren komme ich die auch nicht. Wir nehmen jetzt immer die Kette, kippen den eben hierher und dann laden wir die nach mit dem Deutz auf, aber das seht ihr jetzt auch gleich. Ich schneide gleich mal einen auf. Das interessiert mich natürlich, wie die geworden sind, aber ich glaube, ich rieche schon, dass sie überhaupt nichts sind. Die sind ja vom vorletzten Jahr, also 2017 müssen die sein. Oh ja, oh ja. Oh ja, das ist gar nichts. Aber ich hole gleich mal ein bisschen was raus. Das könnt ihr auch sehen, dass das Video, ich glaube Heuernte, Fragezeichen, war das, aber ich weiß jetzt nicht, welcher Vlog das war. Da wurden die gepresst, das hat ja letztes Jahr nur geregnet, das war der zweite Schnitt, die sind überhaupt nichts geworden. Aber ich schneide gleich mal einen so ein bisschen auf. Die werden gleich, oder nicht gleich, aber jetzt bald sowieso verfüttert bei dem Landwirt. Und deswegen kann ich da mal ein bisschen was rausschneiden. Ich klebe da gleich auch wieder mit Folie zu. Aber das muss ich mal eben sehen, wie die geworden sind. Also ich muss sagen, ich bin echt überrascht. Ich habe jetzt bei beiden mal so ein kleines Stück aufgeschnitten. Klar, das ist jetzt nur die oberste Schicht, das weiß ich nicht, ob der ganze Ballen so ist, aber
bin echt überrascht, das sieht echt ziemlich gut aus und riecht auch gut. Also klein geschnitten ist, auch die Struktur ist auch nicht drin. Geht eigentlich noch für den zweiten Schnitt. Und ja, schöne Farbe, Feuchtigkeit. Kann ich mal eben gucken, wenn ich ein bisschen was rauskriege. Ist vielleicht etwas feucht, also ich habe ja nicht viel in der Hand, aber es läuft nicht zwischen den Fingern durch, aber ich würde fast schon sagen optimal. Riecht nicht nach Buttersäure, überhaupt nicht, schön angenehm, sauer. Und den anderen Ballen, der ist eigentlich genauso. Hätte ich nicht gedacht, der ist irgendwie ein bisschen länger geschnitten. Weiß nicht, ob der da die Messer zuerst nicht drin hatte. Oder ob es nur hier vorne so ein bisschen was ist. Aber ne, riecht eigentlich auch ganz gut. Der andere ist vielleicht noch ein Ticken besser. Und das klebe ich da eben wieder zu. Nur hier unten ist so eine kleine Stelle, wo ich gedacht habe, als wir die rausgezogen haben, dass das ziemlich stinkt. Die ist etwas schlechter hier, die Stelle, aber geht auch noch. Also für Rinder ist das allemal gut.
Und im Wald räume ich jetzt nochmal ein bisschen auf. Hier der ganze scheiß Busch, der hier überall in der Ecke verteilt liegt. Den lade ich eben auf und auf eine Stelle, dass das ein bisschen gebündelt ist. Dann können ja auch noch ein paar neue Pflanzen hin. Passt gerade so mit dem Träger hier. Aufpassen. So, ich sitze hier gerade schön am Schneiden, möchte die nächste Datei einfügen, aber leider ist die irgendwie, weiß ich, kaputt, die Datei, die spielt immer nur 4 Sekunden ab. Und die ganze Datei ist 9 Minuten lang, was ich da alles sabbel. Aber, naja, dann mache ich das halt nächste Woche alles nochmal in den Vlog, erkläre ich alles nochmal neu. Ihr kriegt jedenfalls noch jetzt gleich 2 kleine Clips vom IHC, da sind jetzt nämlich die Seitenteile ab und der hat einen neuen Auspuff, aber das erkläre ich dann halt alles nächste Woche nochmal. Ja, damit verabschiede ich mich schon mal. Danke fürs Zusehen. Guckt gerne bei Instagram mal vorbei. Und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lässt und nächste Woche dann guckt, was ich eigentlich sagen wollte. Aber jetzt kriegt ihr noch eben 2 kleine Clips. Freut euch da schon mal drauf und dann schon mal als kleinen Vorgeschmack. Tschüss!